Und hier bin ich wieder, euer D97 mit Let's Play for Guild Dreams. Let's verfolg eine Katze. Gucken wir mal, ob wir sie finden können, diese Muschi. Ich höre es leicht maunzen. Da rechts der Weg wieder. Nein, da ist die Katze. Da sitzt sie. Katze! Hallo, Maunzi. Vom Gulli? Maybe there's something inside. Figures. It's probably looking for dinner. That girl. She was here. Look. You can make out these scribbles? Talk about obsessed. She might be down there. We have to go in. Whoa! Not so fast! You don't even know what's down there. Oh, what's the point? I can't stop you. Just be careful, okay? I will. What's so funny? Nothing. I'm just happy. That's all. Don't go getting ideas in your head. I'm only coming along out of curiosity. Ein neugieriges Geistermädchen. Das will ich hier mit den silbernen Haaren suchen, wie so oft. Ah. Und da rein. Sieht so aus, als könntest du hier runter. Nur wie? Will da rein. Danke. Muss man erst einmal reingucken oder was hier. Hier ist die Leiter, aber ich wäre euch sehr verbunden, wenn da ein Speicherpunkt wäre. Genau so einen habe ich gesucht. Genau das wollte ich jetzt haben. Okay. Kurz durchschnaufen nochmal. Weil die Texte schließen auf Böses, auf ziemlich Böses. Daher möchte ich da vorsichtig mit Prognose sein, aber ich behalte den Bogen auf jeden Fall mal. Er verbraucht zwar viel Platz, aber wer weiß, vielleicht ist das Ding ziemlich wichtig noch. Man hat's ja gesehen, der Baumboss, wenn ich da jetzt nicht den Bogen dabei gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich Hackfleisch gewesen. Deswegen gucken wir mal weiter. Was erwartet uns hier? Wo sind wir hier? Was ist das? Ich ahne Böses. Ich lade lieber mal auf. Da hinten hat was gezuckt. Wäre es ein Grafikfehler oder hinten sind die Bücher? Da schon wieder. Zuck. Hier ist nichts. Außer Gegner. Hinter uns? Nein. Oh. Hä? Was steht denn da? Pass auf. Oh oh. Ich ahne echt Bösestes. Ich höre Stimmen. Nein! Alles nicht wieder so eine. Alles außer du. Komm. Mach deinen schwulen Dreck. Bück dich! Danke! Willst du noch eine Runde? Okay. Ich besieg dich, ich hab deine Taktik durchschaut. Auch wenn du hässliche Nadelminuten hast mit. Scheiße! Das war leicht daneben! Ich dachte, sie greift an. Ungefähr so. Und. Bums. Stirb. Die Eisenstange macht zum Glück genügend Damage, um die zu two-hitten. Und da ist Sai wieder. Das heißt, es ist wieder ruhiges Gebiet. Glücklicherweise. Ah, dieser Gang gefällt mir nicht. Der Gang ist erdrückend. Was hast du zu sagen? Was steht da? Das habe ich fast ficken gelesen. Es ist drinnen. Oh Gott. Hilfe. 450 Meter. Ja, ist mir gerade wurscht, Mädel. Du mir auch.
Weil wenn ich jetzt jede besiegt, das würde im Endeffekt wahrscheinlich nicht mal was machen oder bringen. Außer Erfahrungspunkte und vielleicht nur Drop. Aber ist ein bisschen zu dumm. Wir gehen weiter. Ich will wissen, was da hinten am Ende dieses Ganges ist. Ich weiß es nicht. Ich will es wissen. Ah! Das macht mich wieder neugierig. Weil wenn die Katze uns das schon zeigt, da funkelt doch manchmal was. Hier steht wieder was. Da ist etwas. Ich ahne echt Allerschlimmstes. Und mehr als Allerschlimmstes. Das ist das Problem daran. Das klingt allein schon wieder nach Boss-Action. Da ist was. Da ist etwas. Eine Lagerfeuerstelle? 300 Meter, 150 Meter gelaufen. Yeah. Extremer Weitlauf machen wir hier. Aber Lagerfeuer ist gut. Also mittendrin nochmal speichern können. Das heißt, nicht wieder alles sehen müssen. Das gefällt mir. Wir haben zweimal Fertiggewicht dabei. Wir haben einen Bogen und unsere Eisenstange und unsere Taschenlampe. Das heißt, das müsste eigentlich ausreichen, um den Boss zu kriegen, wenn es dir einen geben sollte. Ich hoffe nicht, weil das letzte hat mir schon gereicht. Ich hoffe, wir finden mal das Mädchen mit den silbernen Haaren. Das würde mich interessieren. Es beobachtet mich. Okay. Ist das ein Spanner? Oder... Oh Gott. Das ist leicht nervenaufreibend für mich gerade. Ah, ich muss gerade meine rechte Hand ein bisschen abputzen, das ist ganz voll geschwitzt. Okay. Meine andere eigentlich auch schnell. Entschuldigung, wenn ich gerade besoffen laufe. Ich habe mir die Hand dran gelegen. Was ist das? Ein Schild. Ja, das bewegt sich auf mich zu. Oh, Eule. Eulen können mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Was ist da hinten? Hm. Vielleicht wieder so ein hässlicher Baum. Jedenfalls ist das ein extrem weiter Weg. Oh, noch mehr Guru-Eulen. Guru-Hus. Das sind nicht Guru-Eulen, das sind Guru-Hus. Uhu. Guru-Hu. 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 Das hier sei. Okay, Pause und Lagerfeuer haben wir schon gemacht. Der Gang scheint unendlich zu sein. Ich merk's, wir laufen Parts lang, anscheinend jetzt einen Gang entlang. Sterben. Sind nur Sterben an der Wand stehen. Stirb. Warum steht das sinnlos Sterben an der Wand? Was? Ich ahne wieder Böses. Was? Böses ist das. Was? Was zur Hölle? Was bist du? Da! Kämpfe ich jetzt gegen Maschinen oder was? Au! Okay. Ich prügel mich jetzt schon mit Maschinen. Es geht hier ab und es scheint anscheinend ein Bogen oder so zu sein, von der Form her. Ich hoffe mal, es kommt bald noch Lagerfeuer. Tür. Da ist... An der Wand steht etwas. Okay. Mal sehen. Was ist denn das? Stirb! Vorsicht, Stufe! Stirb! Vorsicht, Stufe! Okay, soll in der Stufe soll ich sterben? Stirb! Wir sterben! Geh runter, Seto! Wir wollen sterben! Aber warum ahne ich Böses und bereite mich mental schon auf etwas vor, was mich töten wird? Aber es steht an der Wand, stirb! Das finde ich schon mal cool. Da steht stirb! Da steht ganz sinnlos, einfach nur stirb! Sag jetzt nicht, die Leiter ist jetzt auch noch 500 Meter lang. Ich weiß nicht, wie ich eine 500 Meter lange Leiter kommentieren soll. Stirb! Ja. Sinnlos sterben und stirb. Aber wenigstens brauchen wir hier nicht zwei Parts für diesen schwulen Gang. Aber wahrscheinlich zwei Parts für die Leiter. Ja, leck mich am Arsch, wie tief gehen wir hier runter? Ist das ein Boden? Nein. Das ist auch nur Loch. La 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 la. Ich könnte euch jetzt ein Lied über die Teletubbies singen, aber das lasse ich mal. Passt nicht ganz zur Atmosphäre. Also wir wissen echt nicht, was hier los ist. Also das Einzige, was wir wissen, ist sterben und stirb. Daher würde ich mal sagen, wir werden da unten sterben. Aber ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr fraglich.
Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder, wie ich diese Leiter spannend herunterlaufe. Ich würde sagen, bis dahin. Ich bin euer 897, das Let's Play von Gildreams. Ciao.